So, für diese Übung dribbeln wir wieder ein bisschen. Wir machen eine kleine Variante von den V-Dribblings. Und zwar machen wir die V-Dribblings nicht mehr vor dem Körper, sondern daneben. Das heißt, wir machen die jetzt so rum. Ich zeige das mal einmal von der Seite. Davon machen wir jetzt 10 Stück. Einmal ist immer hin und zurück. Okay, jetzt machen wir das natürlich auch auf der anderen Seite. Ganz wichtig ist, wenn euch das zu schwierig ist, macht ihr das ganz langsam und vielleicht auch ein bisschen höher. Und wenn das zu einfach ist, könnt ihr ein bisschen tiefer gehen und schnell drücken. Wir machen jetzt wieder 10 Stück auf der linken Seite. Wichtig ist auch, wenn euch der Ball verspringt, ist das gar kein Problem. Dann einfach wiederholen und vor allen Dingen dabei weiter dribbeln. Wir machen jetzt noch eine kleine Variante. Und zwar machen wir immer ein V-Dribbling neben dem Körper, dribbeln noch einmal und machen einen Handwechsel. Davon machen wir 5 Stück. Wenn das zu schwierig ist, könnt ihr auch mehr Zwischendribblings einbauen. Oder wenn das zu einfach ist, macht ihr weniger Zwischendribblings. So, letzter Durchgang. Viel Spaß dabei!